Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Der Patrick hat sich bei mir gemeldet und zwar hat er sich geärgert. Er hat auf chess.com gegen die Bots gespielt, gegen die Anfängerbots. Und da ist einer dabei gewesen, der Nelson, der nervt. Weil der spielt immer die Dame raus, der zieht hin und her, das nervt. Und da hat Patrick gesagt, kannst du mir nicht irgendeinen Tipp geben? Und da habe ich mir überlegt, okay, bevor ich da jetzt lange irgendwas schreibe, komm, ich mache einfach eine Zuschaueranalyse für dich und wir kriegen schon raus, was du da verbessern kannst. Also die Partie heute. Patrick mit Weiß gegen Nelson. Ich glaube ein 1300er Bot auf chess.com. Und diese Bots sind ja einfach nur Computerprogramme, Engines, die aber eine bestimmte Spielart programmiert haben. Die einen eher vorsichtig, die einen opfern, die einen sind gut, die anderen sind schlecht. Und Nelson hat eine Besonderheit, die werden wir hier schon gleich in der Öffnung sehen. Königsbauerneröffnung, ganz normal. Die Dame kommt früh raus. Das heißt, der Nelson-Bot zieht immer die Dame früh raus und nervt damit. Und was macht man da? Weiß macht es sehr gut. Er entwickelt seine Figuren, seine Leichtfiguren. Macht die Rochade, macht die Tür auf, um die anderen Leichtfiguren zu entwickeln. Und das ist alles sehr gut. Also das hat hier Patrick hervorragend gespielt. Aber warum ist das denn jetzt eigentlich so gut? Man kann sich so ein bisschen die Grundstellung vorstellen, wie so eine Art Kaserne. Das heißt, wir haben hier in der Mitte das Zentrum, das Schlachtfeld, und wir haben zwei Kasernen. Also wir machen es hier ganz militärisch und es geht darum, wie bringe ich jetzt meine Einheiten aus der Kaserne am schnellsten, am besten auf das Schlachtfeld. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, worum es geht. Und wenn wir jetzt die Eröffnung sehen von Weiß, dann ist das hervorragend. Man muss ja erstmal die Tür aufmachen, damit die Einheiten raus können. Schwarz macht das genauso. Und mit welchen Einheiten fängt man auch an? Fängt man mit diesen Leichtfiguren an, mit so den leichten Panzer, Schützenpanzer und so weiter? Oder fängt man an mit der schweren Artillerie? Mit den Schwerfiguren. Natürlich mit den Leichtfiguren. Und warum? Schwerfiguren sind so viel wert, die sind so stark. Wenn die angegriffen sind, müssen sie immer wegziehen, weil ein Tausch macht keinen Sinn. Deswegen sagt man so spaßeshalber auch, die Dame ist eigentlich die schwächste Figur, weil immer wenn sie angegriffen wird, muss sie wegziehen. Das ist natürlich Blödsinn, aber es soll so ein bisschen veranschaulichen, worum es geht. Und dafür gibt es eben auch diese Grundregeln der Öffnung, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Fangt an mit einem Zentrumsbauern, entwickelt dann die Leichtfiguren. Weiß macht das hervorragend. Und was macht Schwarz? Schwarz zieht nur die Dame hin und her. Bringt den König aus der Mitte in Sicherheit, bringt den Turm vom Rand ins Zentrum. Rochade, hervorragend. Und Schwarz zieht wieder die Dame hin und her. In dieser Stellung ist überhaupt kein Material getauscht worden. Und trotzdem steht Weiß hier im Grunde schon auf Gewinn, weil er Entwicklungsvorsprung hat. Und das ist mal ein Tipp von mir an euch in der Öffnung. Überlegt euch immer mal, wie viele Entwicklungsschritte habe ich geschafft, wie viele Entwicklungsschritte hat mein Gegner geschafft. Zählen wir doch mal. Eine Figur entwickelt, noch eine Figur entwickelt und die Rochade gemacht. Also König in Sicherheit gemacht. Drei Entwicklungsschritte. Was hat Schwarz gemacht? Schwarz hat hier die Dame entwickelt, aber die Dame ist bloß hier hin und her gezogen. Und die Dame ist gefährdet, wenn sie wieder angegriffen wird, muss sie nochmal ziehen. Und das kann man immer mal für sich machen, dass man überlegt, wie viele Entwicklungsschritte habe ich gemacht, wie viel hat der Gegner. Und wenn man mehr hat,
hat man auch einen Entwicklungsvorsprung. Und dann bestimmt man selber das Spiel. Das ist also der Grund, weshalb man die Dame nicht so früh entwickeln sollte. Hervorragend hier in der Partie gespielt und auch hervorragend demonstriert und gezeigt von Patrick. Jetzt wird die Tür aufgemacht, weil man hat ja immer noch Leichtfiguren, die noch nicht entwickelt sind. Das heißt, man hat erstmal den Königsflügel entwickelt, jetzt kommt der Damenflügel. Und hier kommt Nervbot Nelson mit dem nächsten unorthodoxen Zug. Er greift den Läufer an. Mit dem Bauern. Der Bauer ist aber gar nicht gedeckt. Das heißt, Weiß könnte den jetzt wegnehmen. Aber solchen unorthodoxen Züge, die bringen einen irgendwie aus dem Tritt. Vor allen Dingen, wenn man Anfänger ist und nicht irgendwie erfahrener Spieler, Großmeister, wie auch immer, dann macht einen das nervös. Und man vermutet irgendwo Fallen oder sowas. Überprüft erstmal immer bei jedem Zug, was droht der andere. Hat der Schachs, kann er was wegnehmen. Er greift gerade euren Läufer an. Als nächstes schaut ihr aber auch, welche zwingenden Züge habt ihr. Welche Schlagzüge habt ihr, welche Schachs habt ihr. Das heißt, was könnt ihr wegnehmen? Den könnte man wegnehmen, ist sogar ein Schach. Hier könnte man wegnehmen, den könnte man wegnehmen. Und nur dadurch kommt man auf die Idee, okay, ich kann den ja auch einfach wegnehmen. Und er hätte Schwarz einfach einen Bauern weniger. Wenn ihr eine Falle vermutet, ist es manchmal in der Eröffnung ratsam, auf solche Sachen nicht einzugehen und zu sagen, okay, mir ist das ungeheuer, aber dann spielt er euren Läufer nach B3 und da steht er gut. Damit bleibt er auf dieser Diagonalen, schaut hier oben auf den schwachen Bauern. Den nennt man hier schwach, weil er nur vom König gedeckt wird. Also Läufer B3 wäre gut gewesen. Stattdessen kommt ein Zug, den ich oft sehe, gerade bei Anfängern. Das sind solche Züge, die greifen einfach mal was an. In der Hoffnung, oh, der andere sieht es schon nicht. Das ist aber nicht so, wie ihr spielen solltet. Natürlich klappt das mal. Wenn ihr gegen irgendwo einen schlechten Gegner spielt, dann funktioniert das. Ihr greift den Turm an, er sieht es nicht, ihr gewinnt den Turm. Aber das ist ja nicht euer Anspruch. Ihr wollt ja besser werden. Das heißt, hört auf mit diesen Einzugdrohungen. Macht es nur, wenn ihr dadurch einen Vorteil habt. Und was ist jetzt hier euer Vorteil? Schwarz spielt den Bauern, ihr müsst eh wieder zurück. Habt ihr jetzt irgendeinen Vorteil davon, dass Schwarz den Bauern gespielt hat? Nein, nicht wirklich. Also bringt euch das auch nicht. Und das müsst ihr euch eben vorher überlegen. Ist es mal ganz schön, was anzugreifen, vielleicht klappt es ja. Aber euer Anspruch soll ein anderer sein. Euer Anspruch soll sein, besser zu werden, bessere Züge zu spielen. Und nicht zu spekulieren oder zu hoffen, dass der andere Fehler macht. Ihr müsst die besten Züge spielen. Und die besten Züge wären hier eben gewesen, Läufer zurück. So habt ihr Schwarz geholfen. Das war mal so die Eröffnung. Ich bin da ein bisschen schnell drüber weggegangen, weil ich euch zeigen wollte, was ist jetzt mit der Dame, warum ist das ein Nachteil und dieses Entwicklungsvorsprung. Wir wollen hier aber auch eine Partieanalyse machen, das heißt, wir wollen auch ein bisschen tiefer reinschauen. Und das machen wir jetzt nochmal einmal ganz kurz, wird nicht schlimm. Weil hier gibt es ja noch was anderes. Ich habe gerade gesagt, prüft zuerst mal, was droht der Gegner. Also erstmal, er kann hier nicht direkt irgendwas wegnehmen, er hat auch keine Schachs, also den Bauern zu schlagen, der Dame ist ja Blödsinn. Und dann schaut ihr, kann ich selber was wegnehmen oder habe ich Schachs? Ein Schach wäre hier oben. Bringt nicht so viel, verliert er den Läufer. Ihr könnt aber auch was wegnehmen. Man könnte ja auch hier einen Bauern gewinnen. Das wäre auch ein guter Zug gewesen. Das ist so auch so der Tipp wirklich. Zwingende Züge prüfen. Erstmal, was droht der Gegner? Und dann selber, kann ich was wegnehmen? Kann ich einen Schach geben? Und nur dadurch findet man solche Züge. Dieser Zug ist auch so ein bisschen heikel, weil man hat manchmal so ein bisschen Angst. Jetzt kommt hier irgendwie was. Droht mir da was? Hier kann ich aber tatsächlich einfach die Dame rausspielen. Ich decke hier alles
und sag, wenn du den Springer schlagen willst, trau dich ruhig. Weil welchen Zug haben wir jetzt als Weißer? Schach. König muss weg und jetzt haben wir eine Figur zurückgewonnen. Und gewinnen noch einen Bauern dazu. Und wenn er jetzt auf die Idee kommt, hier mal Schach zu geben, dann stellen wir es einfach dazwischen. Und die Dame deckt jetzt sowohl unseren Gehbauern, als dass hier oben auch Schachs droht und den Turm angreift. Wenn jetzt Schwarz irgendwie denkt, komm, ich will auch noch mal was wegnehmen, welchen Zug hat Schwarz dann? Das ist ein Matt. Genau. Ihr seht, das sind so Techniken, einmal in der Öffnung, so schnell wie möglich, so rasch wie möglich, Grundregeln der Öffnung, Figuren entwickeln, Leichtfiguren, nicht die Dame so früh ins Spiel bringen. Und wie findet man Züge? Wie findet man Taktiken? Es gibt hier noch einen viel besseren Zug sogar für Weiß. Vielleicht habt ihr den auch gesehen. Sonst guckt noch mal rein, macht Pause, guckt noch mal rein. Es hängt mit der Position der Dame zusammen. Die Dame hat sich in etwas reingestellt. Sie hat sich in einen Abzugsangriff reingestellt. Eine Figur von euch kann abziehen, wegziehen und dadurch einen Angriff freigeben. Und das wäre hier in dieser Stellung D4. Das wäre der stärkste Zug gewesen. Weil es greift jetzt die Dame an. Die Dame muss schon wieder durch die Gegend rennen. Und jetzt wäre das Beste tatsächlich einfach weiter Figuren entwickeln. Und ihr habt dann wirklich drei Figuren ins Spiel. Er hat nur die Dame hin und her gezogen und dann ist es auch egal, dass man hier einen Bauern verliert. Aber wenn ihr so ein bisschen geizig seid und sagt, komm, ich gebe nichts, dann macht ihr hier die Rochade und ihr steht besser. Also ihr steht, ja, steht auf Gewinn. Ganz klar. Massiver Entwicklungsvorsprung. Und wenn Schwarz jetzt noch denkt, okay, ich will wenigstens irgendwas wegnehmen. Denn seht ihr auch, weshalb die Rochade so wichtig ist. Ihr seht, diese Grundregeln der Öffnung sind ganz wichtig. Welcher Zug ist jetzt hier sehr stark? Turm E1. Und jetzt seht ihr, der Turm greift die Dame an, aber dahinter steht der König auch noch in der Mitte rum. Und jetzt seht ihr eben, nicht die Dame hin und her ziehen, nicht in der Öffnung alle Bauern vorziehen, 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 Leichtfiguren entwickeln, Rochade machen. Die anderen Leichtfiguren entwickeln und am Ende erst die Schwerfiguren. Wenn sich hier die Dame versucht irgendwie zu retten, dann braucht man hier gar nicht mit dem Turm den Bauern schlagen. Es ist oft viel besser, die Drohung ist oft viel stärker als die Ausführung. Das heißt, man schlägt mit dem Springer und droht dann mit dem Springer irgendwie fies wegzuziehen und das Schach freizugeben. Die Dame ist angegriffen, sie versucht sich irgendwie zu retten. Aber jetzt schlagen wir hier rein und das ist jetzt natürlich alles total, total verloren für Schwarz. D4 wäre also hier in der Stellung ein Knüllerzug gewesen und zeigt wieder, es ist eben nicht so gut, die Dame so früh da draußen rumlaufen zu lassen. Hier kommt Weiß eben so ein bisschen von seinem Pfad ab, indem er irgendwie Angst bekommen hat vor diesem Bauern, hat gesagt hat, nee, den nehme ich nicht, der hätte ihn einfach schlagen sollen oder Läufer zurückzuziehen. Und jetzt hat Schwarz doch so ein bisschen Raum gewonnen am Darmflügel und schränkt unsere Entwicklung ein. Also der Läufer kann nicht mehr so richtig raus. Wie entwickelt man jetzt seine Figuren? Weiß spielt den Springer von B nach D2, aber der kommt ja hier auch nicht raus. Also diese Bauern nerven uns jetzt doch und hemmen uns in der Entwicklung. Ein besserer Zug hier wäre gewesen, tatsächlich auch jetzt auf diesen schwachen Bauern loszugehen. Den kann Schwarz nochmal verteidigen mit dem Springer. Aber jetzt kommt so ein typischer Zug. Wir haben die Rochade gemacht und wir wollen ja auch, dass unser Turm Wirkung bekommt. Und das ist jetzt dieser Bauernvorstoß. Das ist sowas ganz Typisches. So entwickelt man auch gerne Pläne. Man sagt sich hier, okay, wie kann ich meine Figuren stärker machen? Und ein Weg ist eben dieser Bauernvorstoß, unterstützt vom Läufer, unterstützt vom Turm. Wenn Schwarz jetzt hier deckt, können wir einfach schlagen, greifen die Dame an
Dame schlägt zurück. Und jetzt sehen wir, wie alle Figuren von uns plötzlich Leben haben. Und seine Figuren stehen auf der Grundreihe rum oder am Rand. Unser Läufer ist ganz stark auf der Diagonalen. Unser Turm hat plötzlich eine halboffene Linie. Also das wäre jetzt eine super, super Stellung gewesen. Hier Springer G5, stattdessen eben versucht, die nächste Leichtfigur zu entwickeln. Und jetzt Achtung, es droht der Läuferfang. Das ist so ein typisches Manöver, muss man auch drauf aufpassen. Hier könnte sich Schwarz höchstens fragen, warum spielt er eigentlich erst so und dann nochmal. Natürlich auch Tempoverlust. Hätte er ja auch gleich angreifen können. Und hier kommt ein weiterer toller Zug von Weiß. Wenn so ein relativ scharfer Angriff kommt auf eine Figur, dann ist es oftmals, man kann natürlich hier A3 spielen, um den Läufer hinten reinzustellen. Man kann sich sogar überlegen, C3 zu spielen und den Läufer irgendwo hier reinzuspielen. Aber das, was Patrick hier spielt, finde ich super, nämlich A4. Da kommt einer aggressiv, ich gehe aggressiv dagegen. Also toller Zug, gefällt mir sehr gut. Und das ist alles ganz gut. Und jetzt haben wir eben so eine Situation, jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir mit unseren Figuren? Der Springer kommt nicht weiter, der Läufer steht hinten drin. Und das ist immer das Schwierige, wo gerade Anfänger so dran hadern. Wie komme ich hier weiter? Ich habe die Öffnung irgendwie so halbwegs ganz gut jetzt geschafft. Aber was ist der Plan? Wie gehe ich weiter? Wie entknote ich hier meine Figuren? Irgendwie komme ich nicht richtig raus. Und ein Plan, den ihr euch generell merken könnt, jetzt nicht nur für diese Stellung, einfach generell, ist der, eine Springerwanderung zu machen. Und die Springerwanderung braucht Felder, über die der Springer wandern kann. Ansonsten keine Springerwanderung. Und eine Idee ist, den Turm in die Mitte zu spielen. Und jetzt kann der Springer über F1 entweder hier nach E3, was gut wäre, aber auch oft eben nach G3. Und jetzt seht ihr, der Läufer hat wieder Leben, kann raus. Hierhin zur Not hierhin. Euer Springer hat hier einen schönen Vorposten, wo er hin kann. Das wäre so, ist so ein Plan, den ihr euch merken könnt. Der funktioniert nicht nur hier, der funktioniert in vielen anderen Öffnungen und Stellungen auch. Und ein anderer Plan, den man oft hat, ist, ich spiele diesen Springer hier weg und spiele als nächstes dann diesen Bauernvorstoß F4. Das heißt, das ist auch so. Man schaut, wie kann man seine Figuren verbessern, wo hat man einen Bauernvorstoß. Und dieser Bauernvorstoß würde eben helfen, dass unser Turm Wirkung bekommt. Weil er plötzlich raus aus der Stellung kommt und nicht nur hinter den Bauern steht. Ist in dieser Position jetzt nicht so gut, weil uns eben jetzt dieser Springer hier trottelig dem Läufer im Weg steht. Das heißt, wenn wir jetzt hier F4 spielen, könnte er den relativ gut wegnehmen. Aber das sind mal so zwei Pläne, die ich euch hier zeigen wolltet, wenn ihr auch ein bisschen Problem habt in solch einer Stellung, wie entwickle ich das? Und das, was Patrick jetzt hier macht, ist etwas ungewöhnlich. Es ist auch leider nicht gut. Er nimmt den Läufer zurück. Um jetzt Platz zu haben für den anderen Läufer. Aber was genau hilft es uns jetzt, dass wir diesen Läufer entwickelt haben, aber aus diesem Läufer einen großen Bauern gemacht haben? Also das hat uns jetzt hier nicht weitergeholfen. Hier schlägt Schwarz mit dem Springer und das war ein Fehler. Weil hier gibt es jetzt einen sehr guten Zug für Weiß und den hat Patrick auch gesehen. Und der gewinnt im Grunde das Spiel, weil er gewinnt eine Figur, eine Bauerngabel. Und da sieht man auch mal diese kleinen Bauern, wie gefährlich die auch sein können. Immer wenn so zwei Figuren auf einer Reihe mit einem Feld dazwischen sich hingestellt hat, muss man immer aufpassen, wenn ein Bauer in der Nähe ist, dass solche Gabeln drohen. Und das hat hier Weiß super gespielt. Schwarz hätte es aber auch verhindern können.
Und zwar sehr einfach, indem er mit dem Bauern schlägt. Und jetzt kann man eben hier nicht vorgehen, weil der Springer das Feld kontrolliert. Weiß könnte versuchen, diese Idee umzusetzen und doch die Bauerngabel zu machen. Aber Schwarz kann dieses Feld genug kontrollieren. Und wenn wir versuchen, den wegzutreiben, dann stellt er sich einfach davor. Springer sind tolle Blockadefiguren, die wirklich so Bauern sehr gut blockieren können. Und hier würde jetzt Schwarz tatsächlich gleich besser stehen. Aber das muss man eben hier erstmal sehen und durchrechnen, dass Springer schlägt D4 ein Fehler war. Hier haben wir die Figur gewonnen. Und Weiß steht im Grunde auf Gewinn mit der Figur mehr. Der Plan sollte jetzt sein, möglichst gleichwertig Figuren abtauschen. Da wird man irgendwann in einem Endspiel sein, das gewonnen ist. Schwarz hat es hier schwieriger, hat eine Figur weniger. Wie schlägt er zurück? Normalerweise überlegt man überhaupt nicht lange, sondern schlägt mit dem Läufer zurück. Schwarz schlägt mit dem Bauern zurück. Und das ist schlecht, weil das ist eine Rochadestellung. Die Bauern schützen den König. Das ist eine Lochadestellung. Ja, das heißt, hier ist ein Loch drin, so sagt man dann spaßeshalber. Jetzt hat man die eigene Rochadestellung kaputt gemacht, man hat ein Loch drin, man hat im Grunde eine Lochade. Und das ist schlecht. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht auch so gespielt hätte als Schwarzer, weil man hat eine Figur weniger und irgendwie muss man ja jetzt auf Tricks spielen, um noch eine Chance zu haben. Das heißt, ich hätte vermutlich auch so geschlagen. König rüber, Turm auf die Linie, Läufer auf die Diagonale, irgendwie versuchen, auf Trickchen zu spielen. So dass. Aber ganz generell muss man in solch einer Situation gar nicht nachdenken, sondern wirklich mit dem Läufer schlagen, damit die Rochadestellung stabil ist. Und der Läufer würde ja hier auch gut stehen, auf der Diagonalen. Stattdessen steht Schwarz mit dem Bauern. Und hier könnte Weiß eine sehr vorteilhafte Stellung bekommen nach Springer E4, weil jetzt gewinnt er hier auch den Bauern noch. Stattdessen kam C4 und den kann Schwarz einfach en passant schlagen, sollte auch tun. Hat er hier nicht getan, sondern eine Figur auf die Diagonale gestellt. Und hier tauscht Schwarz den Läufer gegen den Springer, was nicht gut ist. Wenn man mehr weniger Material hat, will man nicht noch Figuren tauschen. Wenn man weniger Material hat, versucht man eher Bauern irgendwie zu tauschen und vielleicht in ein Endspiel zu kommen mit einer Figur weniger, dass man vielleicht Remis halten kann. Und hier sollte Weiß auch sich überlegen, ich will keine Lochade haben, ich will eine Rochade haben. Also schlage ich hier mit der Dame zurück. Und vielleicht hatte Weiß ein bisschen Angst, weil er hier einen Bauern verliert. Und der Springer ist jetzt hier zweimal angegriffen durch den Turm und die Dame. Vielleicht hat es ihn das ein bisschen zurückgehalten, aber den Springer kann man entdecken. Und wenn man ein bisschen auf Tricks aufpasst hier, dann passiert auch nichts. Also jetzt den Turm rüber und nochmal decken, also das ist alles, das hält alles. Aber es wird schon so ein bisschen heikel. Also es fühlt sich schon ein bisschen komisch an. Und man kann natürlich auch leichten Fehler machen. Also wenn jetzt zum Beispiel man sagt, okay, jetzt habe ich meinen Bauern gewonnen, dann kann Schwarz hier den Läufer schlagen. Und wenn man den zurückschlägt, dann seid ihr dran, den besten Zug zu finden. Es ist sogar ein Matt. Also es kann ganz schnell schief gehen. Also und vielleicht hat sich der Patrick hier auch gesagt, okay, ich möchte den Bauern nicht verlieren. Die decken sich gegenseitig, komm, er hat es doch auch gemacht, jetzt mache ich das auch. Aber jetzt steht der weiße König unsicher. Und diese Unsicherheit wird ihm das Spiel kosten. Und deshalb wäre hier eben mit der Dame schlagen viel besser gewesen. Die Rochadestellung intakt halten, König in Sicherheit. Und diesen einen Bauern, den kann man geben. Man hat ja trotzdem eine Figur mehr. Und einen sicheren König. Und dann kann man eher sich überlegen, okay, was ist denn mit seinem König da dort oben?
Hier sieht man wieder den Springer als tolle Blockadefigur. Und jetzt sehen wir plötzlich das Loch in der Stellung. Und hier hat jetzt Weiß zwei sinnvolle Züge mit dem König und geht nach f1. Und ab jetzt wird es wieder heikel für Weiß. Der richtige Zug und der gute Zug ist hier König h1. Das sieht vielleicht jetzt gerade so für einen Anfänger ein bisschen, da kriegt man Schnappatmung. Oh, in der Ecke. Oh, gefährlich. Ist es aber nicht. Wenn man so viele Figuren hat, dann hat man genug, um den König zu schützen in der Ecke. Und Weiß hat ja immer noch die Figur mehr. Und was soll jetzt Schwarz machen, wenn er jetzt versucht, hier uns matt zu setzen? Dann blockieren wir dieses Matt. Und als nächstes spielen wir den Turm rüber, verdoppeln, haben hier immer noch einen Freibauer, der irgendwann loslaufen kann. Tauschen hier auf der G-Linie vielleicht noch ein, zwei Türme weg und stehen auf Gewinn. Also habt keine Angst davor, den König auch in die Ecke zu stellen. Weiß ging hier in die Mitte, verliert einen Bauern. Das ist jetzt sehr gut. Jeder Tausch würde Weiß helfen, in ein Endspiel zu kommen, das gewonnen ist. Weiß würde gerne tauschen. Schwarz-Weiß Tausche ist nicht so gut. Ich brauche meine Figuren, um Drohungen aufzustellen. König geht weg. Hier kommt die nächste Drohung, irgendwie hier so wegzuziehen. Abzugsschach, vielleicht irgendein Material zu gewinnen. Sehr gut gesehen von Weiß. Drohungen beachtet, weggegangen. Hier gewinnt er einen Bauern. Die Dame kommt zurück und droht jetzt hier, einen Bauern zu gewinnen mit Schach. Nein, ohne Schach. Aber immerhin ein Bauer. Und dennoch vielleicht irgendwo hier weiter irgendeinen Druck zu machen. Das Beste wäre hier schon wirklich, der Bauer kann schon losrennen. Ist kein Problem. Aber wenn man wirklich sagt, okay, ich möchte hier nichts geben und ich möchte meinen König weiter schützen, dann gibt es hier ja auch einen sehr guten Zug. Ich spiele Turm e3 und als nächstes bringe ich den anderen Turm rüber, verdoppel, greife hier oben an, werde da Abtäusche erzwingen und habe dann immer noch hier den Freibauern und die Figur mehr. Das wär eben hier deutlich. Auf Gewinn würde hier Weiß stehen. Stattdessen versucht er noch einmal den Damentausch, aber das läuft jetzt leider in eine Taktik. Die ist nicht so leicht zu sehen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man Taktiken übt und dass man eben vorausschaut, dass man wirklich im Kopf ein paar Züge vorausdenkt. Derjenige, der weiter vorausdenkt, gewinnt dann eben auch oft. Welcher Zug ist denn hier der Siegzug für Schwarz? Ich zeige ihn mal. Hier kommt ein Spieß. Der Läufer spießt den König und den Turm auf. Und jetzt hat Schwarz die Figur zurückgewonnen und hat sogar eine Qualität mehr. Also er hatte einen Turm für einen Springer von Weiß. Hier kommt der nächste Fehler von Schwarz. Er greift den Bauern an. Weiß sollte erstmal die Drohung schauen. Was kann er wegnehmen? Er kann hier was wegnehmen und er kann hier Schach sagen. Das sind die Drohungen. Als nächstes muss man aber schauen, was kann ich selber machen? Kann ich Schach sagen? Nein. Kann ich was wegnehmen? Ja, ich kann hier den Bauern wegnehmen und ich kann den Läufer wegnehmen. Und nur mit dieser leichten Überlegung, kann ich Schach sagen, kann ich was wegnehmen, kommt man schon auf die meisten Züge. Und hier könnte man eine Figur zurückgewinnen. Natürlich, der Turm holt sich jetzt einen Bauern, er holt sich sogar noch einen zweiten. Aber wir haben jetzt eine Figur zurückgewonnen für zwei Bauern. Und wir haben hier einen Bauern, der sehr schnell losläuft. Unterstützt von dem Turm dahinter. Gleichzeitig kann unser Läufer hier ja auch noch Sachen drohen und so weiter. Also, können wir ruhig mal lassen. Hier oben greift er auch noch an. Also wir sehen, das wäre jetzt wieder sehr gut für Weiß gewesen.
Stattdessen, man könnte ihn immer noch wegnehmen, funktioniert immer noch. Aber wenn man es einmal sieht, sieht man es danach auch oft nicht. Und jetzt, ist das der letzte entscheidende Fehler, den Weiß getan hat. Weil hier kann jetzt Schwarz die nächste Figur gewinnen. Und zwar durch das Schach und holt sich den Springer. Und jetzt ist es natürlich verloren für Weiß. Weiß versucht nochmal hier irgendwie sich selber vielleicht in einen Patt zu stellen. Oder nochmal irgendwie ein paar Schach zu geben. Läuft hier aber leider selber ins Matt. Da ist das Matt. Aus dieser Partie kann man viel mehr für sich selber lernen als aus mancher Großmeisterpartie oder Super Engine Partie oder wie auch immer. Ganz einfach, weil hier ein Patrick spielt. Ein Patrick spielt eben menschlich, ein Patrick will sich verbessern und macht eben typische Fehler, die Anfänger machen, aber die man eben auch abstellen kann. Und das erste ist eben ganz am Anfang. Macht es so wie Patrick, entwickelt die Leichtfiguren, macht die Rochade und zieht nicht die Dame so früh ins Spiel, weil die Dame wird nur bedroht und zieht hin und her und der Gegner entwickelt alle Figuren. Das nächste, was man aus dieser Partie sehr gut sehen kann, ist das Thema: Vermeidet eure Königssicherheit zu schwächen, eure Rochadestellung zu schwächen, vermeidet eine Lochade. Also, wenn ihr die Chance habt, überlegt wirklich, was passiert, wenn ich hier mit der Dame schlage. Okay, ich verliere einen Bauern, aber das kann ich noch alles halten, das ist okay. Während ihr so euren König schwächt und dem Gegner wirklich Gegenspiel gebt. Und das, was man hier eben auch noch sehr schön mitnehmen kann, ist: Geht es, auch wenn es blöd ist, auch wenn es langweilig ist. Wenn der Gegner einen Zug gemacht hat, schaut ihr, was kann er alles wegnehmen? Stört mich das? Welche Schachs hat er? Wenn ihr damit fertig seid, selber, habe ich Schachs, kann ich was wegnehmen. Und nur mit diesen ganz einfachen Überlegungen verhindert ihr mehr Fehler und verhindert, dass ihr Chancen verpasst. Interessante Partie, spannende Partie. Patrick, ich weiß nicht, ob du Nelson inzwischen schon platt gemacht hast, aber spätestens, wenn du das Video gesehen hast, machst du es beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.